Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Land Stufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Gegenschlag. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier in der Mission und hatten uns hier so ein bisschen ein Mini-Standbein aufgebaut. Und ja, und wir machen jetzt hier weiter. Wir müssen hier einfach nur die Alliierten platt machen. So, die kriegt ihr, oder? Die schafft ihr, kommt. Die Mannequin da. Ja, sehr gut. Aber das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ich musste ein paar Mal laden, tatsächlich. Wir haben Raketen-U-Boote, die wir bauen können. Oh mein Gott, Leute. Die sind nämlich übelst heftig, diese U-Boote. Die werde ich euch direkt mal zeigen. Was macht dieser Sammler da? Der hier auch, der arbeitet nicht. Und, ja, hier sind sie, Leute, die Raketen-U-Boote. Das sind nämlich die weiterentwickelten U-Boote von den Russen. Ach du Kacke. So, na gut, dann fahr einfach mal dahin und mach die platt. So, ganz genau. Der will immer auf mein Tech-Center, ne? Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich da die Raketen-U-Boote mitbaue. Der hat schon was drauf, der Gegner hier, ja. Schaut euch das auch mal an hier. diese Einheitenmassen. Das ist schon ordentlich. Muss ich echt sagen, Leute. Ja, meine drei Landeinheiten hier. Die lasse ich erstmal hier stehen. So. Ich habe noch genug Energie, ne, für eine Tesla-Spule. Yep. Dann würde ich sagen, bau noch mal eine. So, drei Raketen-U-Boote. Das heißt, wir haben eigentlich eh gewonnen. Also, sobald wir Raketen-U-Boote haben bei den Russen, haben wir eigentlich gewonnen. Weil die können ja fast nicht zerstört werden, außer von alliierten Schiffen. Aber die machen wir schneller platt, als dass die uns kaputt machen können. Also von daher, yo. Doof ist halt hier nur, wir können die Karte nicht erkunden. Wir können nur die U-Boote hin und her schicken. Ich habe sogar das Gefühl, die sind sogar ein bisschen schneller. Schaut mal, die sehen auch anders aus. Ne, die haben noch so einen Zusatz da hinten dran. Du auch bitte. Komm mal mit. So, die Spule ist wieder fertig. Was zur... Ach, die ballern da oben die Mannequin platt. Ja, das ist gut. Mach das mal. So. Einfach schön weiter die geilen U-Boote bauen, Leute. Das ist echt nice, was wir hier für Bauoptionen haben, tatsächlich. So. Ganz genau, dann würde ich sagen, gehen wir an dieser Seite mal ein bisschen nach oben, tatsächlich. Um mal hier die Karte mal ein bisschen aufzudicken. Das ist ja ein Krampf hier. Das ist ja wirklich ein Krampf. Wenn man keine Spionageflugzeuge hat, das ist schon kacke. Ja, Leute, zweite Folge nach meiner längeren Pause. Ja. Freut mich mal wieder, dass ich mal wieder hier Let's Playen kann. Ich weiß, habe ich schon in der letzten Folge gesagt, aber ist mir halt wichtig, dass ihr das wisst. Und ja, weiter geht's. Show must go on. Ich habe das Gefühl, die sind echt schneller als die anderen U-Boote, ey. So, ich baue weiter Mega-Einheiten. Tesla-Panzer und Raketen-U-Boote. Meine Fresse. Das ist schon nicht schlecht. So. Was kommt hier? Mannequin. Die können noch nicht mehr schießen. Ja, das ist... So sehe ich das gerne. ja. Würde ich sagen, schauen wir uns mal die Karte weiter an hier. So, die fünf wenigen kommen wir dahin. Da können wir nämlich gleich hier diese Einheiten mal platt machen. So, die können nämlich auf Land schießen. Seht ihr das? Batz! Und direkt weg damit. Ja, ja, das ist richtig geil. Ach, der Bomber ist wieder über die gegnerische Basis geflogen. Ja, super. Aber ihr seht, was für eine Kraft die haben, ne? Wie heftig die sind. Schaut euch das an. Die sind einfach OP, die Teile. Jetzt haben die Alliierten auch keinen Vorteil zu See mehr. Schaut euch das an. Batz. Oh, und weg. Und Batz.
Und rums hier. Zack. Und hier drauf. Zack. Das ist so geil, Leute. Ach ja, das ist schon herrlich. So, dann brauche ich einfach nur Tesla. Uiuiuiuiui. Das ist halt der einzige Nachteil. Die können nicht auf See schießen. Das ist das Problem, Leute. Oder können sie? Nein, die können nicht. Die können nicht auf See schießen, Seeeinheiten. Das ist das einzig Doofe, aber dafür sind die halt umso heftiger, was Landangriffe angeht. Ja, klar. Gut, liebe Leute, hier ist die Basis von dem. Das waren die Minikin, okay. Und weg damit. Ratz. Und putz. Sofort weg. Oh, der eine ist sogar fast platt hier. Und tschüss. Da ist schon der Bauhof, Leute. Nimm Bauhof. Der ist mit 2 Schuss weg. Das ist so krass. Diese U-Boote, die sind echt der Knaller, Leute. Geschützturm. Und bam. So, was... Was zur... Okay. Ja, dann mach die mal platt da, so los. Mach mal die Panzer platt da. Die schafft ihr alle. Kommt, Öniken. Ich vertraue auf euch hier. Ja, doch nicht. Schade. Aber immerhin fast 2. Das ist auch schon mal gut. Nächsten setze ich dem direkt vor die Fresse. So, dann ist er nämlich jetzt weg. So. Genau, mach erst ja, den einen platt. Ist okay. Und ja, dann der nächste Panzer weg. Und dann kriegen die noch diesen Panzer da tatsächlich. Schaut euch das an. Das ist so krass. Puh. Schaut euch das an. Diese Tesla-Panzer. So, sehr schön. Alles klar. Komm, das eine Minikin. Du schaffst den. Komm, du schaffst den. Geil. Wie geil. Alles klar. Nice. Nice, Leute. So, dann würde ich mal sagen. Ach, das macht Spaß. Mit diesen Waffen macht das schon Spaß, ja, muss ich sagen. Gut, dann gebe ich jetzt alle Kohle, die ich kriege, aus für Tesla-Panzer. Einfach mal so. So, genau, Leute. Dann geht ihr mal dahin. Das ist ein Arsch voll. Der Sammler, der hat sich festgemarkt. Ach, geil. Festgehakt hier. So, ich will euch auch nochmal die Kraft dieser U-Boote hier zeigen. Die sind nämlich echt heftig. Mit denen können wir nämlich auch sehr, sehr gut die Basis auseinandernehmen. Ey. So, machen wir diesen Schattengenerator da weg. Zack. Einfach so zack, weg. Ja, das ist mir gerade scheißegal. Dass ich kein Geld mehr habe. Wobei, die beiden kann ich ja eigentlich mitnehmen. Was macht der Sammler da schon wieder? Du sollst doch hier hin? Oh. Die haben nichts mehr zum Sammeln. Okay, interessant. Dann geh mal da oben hin, bitte. Du auch. So. Da haben wir einen Bomber. Ja, schieß mal auf die Flak. Mal gucken, ob du das schaffst. So, liebe Leute. U-Boote. Und zack. Ihr seid so geil. Die U-Boote sind so geil. Ich sage es euch, Leute. Schaut euch die an. Das ist einfach so herrlich, ey. Einfach mal so von See. Einfach mal eine Waffe so stark wie ein Schlachtkreuzer. Ja, das ist so. Gut, liebe Leute. Dann können wir ja langsam rein. Hier. Mit den Tesla-Panzern. Oh, Tesla-Panzer platt machen. So, fertig. Ja, ist ja gut. So. Aber ihr könnt ja da drauf schießen, ne? Ihr könnt ja so Schaden machen, oder? Können die Schaden machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier die Basis. Die haben es tatsächlich geschafft. So, alles klar. So, dann macht ihr hier weiter. Zack, zack, zack. So. Die U-Boote, die schießen da oben drauf. Zack. So macht das Spaß, Leute. Geil. So. Und hier weitermachen. Das ist echt die Kacke, ne? Die Tesla-Panzer, die halten halt nichts aus. Aber... Dieser Schlachtkreuzer, der nervt, Leute. Dann mache ich hier mit dem U-Boot platt. Und zack, so.
Ja, ganz genau. Oh nein, lass dich ja nicht platt machen. Ihr Blödmänner. Ja, jetzt fange ich schon wieder an, meine Einheiten zu beleidigen. Jetzt ist schon wieder soweit mit mir hier. Aber gut. Ich versuche einfach, diesen Schlachtkreuzer jetzt mit diesen U-Booten hier platt zu machen. Einfach daneben, daneben zielen und so machen. Dann könnte das doch klappen. Weil der Schlachtkreuzer, der pisst mich echt an gerade. Der nervt wirklich. Eieiei, das ist jetzt aber scheiße. Nein, Leute. Lass doch meine U-Boote in Ruhe. Ach du Penner. Boah, da kommt er genau in dem Moment mit seinen Schiffen an. Das ist ja wohl nicht wahr. Da kommt er genau in dem Moment angeschissen. Ich glaub's nicht, Leute. Aber ich kann ja das so machen, genau. Man kann ja auch ein bisschen schlau machen hier, ne? Auch wenn es nicht direkt trifft, aber es trifft halt daneben und es macht halt genug Schaden. So, zack, weg mit dem Scheiß. So. Jetzt noch irgendwo dieser Schlachtkreuzer. Irgendwo ist hier noch dieser Schlachtkreuzer. Aber machen wir diesen Schattengenerator da erstmal weg. So, liebe Leute. Da ist der Schlachtkreuzer. Aber da oben ist hier noch so eine Wache bei ihm. Ja, egal. So, mach einfach das platt. So. Und den Schlachtkreuzer im Arsch machen. Ja, kriegt ihr das nicht hin? Moment, mach mal so. Doch, den kriegt er platt. Sehr schön, Leute. Aber wie gesagt, diese U-Boote, die sind einfach herrlich. Ich sage es euch. So. Die kriegen den kaputt. Das ist schon mal gut. Alles klar. Tesla-Panzer, ja. Die wachsen auch schon wieder an hier. So. Der ist platt. Leute, sehr, sehr gut. Dann hier wegmachen. Zack. Hier wegmachen. Zack. Geil, ey. Das ist so geil hier, diese U-Boote. Der hat noch irgendwo einen Schattengenerator stehen. Ja, das ist so mies. Hier, da unten. Da, Schattengenerator wegmachen. So, hier, zack. Die Flak wegmachen. So, zack und... Oh, dann kann ich auch mal wieder mit den Tesla-Panzern rein. Dann macht ihr hier die platt. Mit drei Schüssen, ey. Das ist so krass. Na ja, gut. Alles klar, dann... Da sind Minikin. Alles klar. Dann könnt ihr euch mal wieder hier sammeln, liebe Tesla-Panzer. So, wie gesagt, mit diesen russischen Waffen macht das doch viel mehr Spaß hier. Der hat's wieder aufgebaut, ne? Der Sack hat sich wieder aufgebaut. Dann macht ihr die U-Boote mal hier das platt. So... Zack, und hier, zack, und die U-Boote hier, und die U-Boote... Ah, der hat alles verkauft, geil. Okay, Leute, der hat alles verkauft. Wie geil, der hat schon alles verkauft. Wir machen die U-Boote jetzt noch ein bisschen Arbeit. Der hat schon alles verkauft, der Typ. Schau mal, wie weit die auch schießen können, ey, richtig krass. Geil. Das war's schon, oder was? Das war schon, wie geil. Okay, ja, cool. Leute, da war die Mission ja schneller zu Ende als gedacht. Alles klar. Cool. Bonusgalerie freischalten, abschließen, Frankreich Testgelände. Okay, Leute, korrekt. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns die Bonusgalerie doch wie gehabt direkt mal an. Aber ohne einen Spoiler, bitte. Inside-Mission. Toller Spoiler. Shit. Testgelände, ja, okay. Gut, Leute, Bonusgalerie ist hier. Concrete, ein unveröffentlichter Track. Eine Mucke, okay. Okay. Dieser unveröffentlichte Track war bisher nirgendwo sonst zu hören. Er wurde während der Entwicklung der Alarmstufe-Rot-Erweiterung für Geltungsschlag geschrieben. Wahrscheinlich konnte er nicht ganz mit den anderen Titeln, die es ins Spiel geschafft haben, mithalten. Trotzdem ist er ziemlich funky und glänzt durch die typischen Klänge der 90er.
Ist schon nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Auch wenn da draußen dieser Racer gerade wieder rumfährt. Gut. Liebe Leute, machen wir weiter. Frankreich, Mission 10. Ist das Mission 10 schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tatsächlich, ja. Der letzte seiner Art. Alles klar, Inside-Mission. Ich will nicht. Ich hasse Inside-Mission. Okay. Unser Spion hat berichtet, dass die Alliierten eine neue Technologie entwickeln. Stalin will sie haben. Setzen Sie Volkov ein. Ach, Volkov, der ist cool, Volkov. Um den Fahrzeugprototypen zu stehlen. Und stellen Sie sicher, dass die Alliierten keinen neuen bauen können. Zerstören Sie die Produktionsstätte, nachdem Sie die Pläne des Fahrzeugs entwendet haben. Und beschaffen Sie Stalin sein neues Spielzeug. Enttäuschen Sie uns nicht. Okay, Leute. Inside-Mission. Aber ohne Zeit. Das ist auch schon mal gut. So, alles klar. Was ist das hier oben? Ach, diese Wissenschaftler platt. So. Ja, mit Volkov habe ich keine Angst, dass das schief geht, weil Volkov ist echt mega geil. Stromausfall. Notfallstrom in 5 Minuten. Oh, wir können nichts sehen. Das ist scheiße, Leute. Wir können nichts sehen. Na super. Toll. Naja, egal, Leute. Oh, da hat er ein paar Manneken. So. Oh, der Hund hält aber weniger aus hier. So. Die halten weniger aus, habe ich das Gefühl. Okay. Ich glaube, hier kann man nicht einfach so durchrushen. So. Was haben wir hier jetzt noch? So, was müssen wir denn hier überhaupt machen? Setzen wir, um den Fahrzeugprototypen zu stehlen. Zerstören Sie die Produktionsstätte, nachdem Sie Pläne entwendet haben. Okay. Oha. Der Hund, der ist schon ziemlich mitgenommen. Ah, schaut mal da unten. Da haben wir noch Einheiten hier. Was sind das denn für Dinger? Flaggenpunkt. Stromausfall. Ja, toll. Ja, natürlich. Achso, ja gut, aber das ist... Ach du Scheiße, okay. Scheiße. Da ist ein Bunker. Okay. Mission wiederholen. Shit, da war ich zu schnell. Ach ja. So. Was ist denn da mit dem Stromausfall, Leute? Den Stromausfall, den will ich ehrlich gesagt gar nicht provozieren. So, da ist der Hund, alles klar. Mein Gott, was ist heute doch hier draußen los, ey? Da gehe ich lieber nicht dran, nein. So. So, was war das? Das war irgendein Geräusch. Die Dinger, die lasse ich mal. So. Ja, ich würde sagen, ich mache die Geschwindigkeit doch mal lieber ein bisschen langsamer. So, normal. So. Alles klar, weil dann können wir nämlich hier vielleicht die Einheiten rausnehmen, gleich befreien, also. Okay, liebe Leute, so. Der Hund, der hält weniger aus, ne? Mach diesen Bunker platt. Oh, der Bunker geht nicht kaputt. Okay, der ist also ultimativ da gesetzt. Ich verstehe schon. Okay, da komme ich halt auch nicht dran vorbei, ne? Die muss ich halt erstmal irgendwie platt machen. So. Ich finde das geil, dass sie die Einheiten-Sounds hier reingemacht haben. Richtig cool. Acknowledged, ja, aus der englischen Version. Gleich kommt wieder Gottes Segen. Jawohl, den habe ich so vermisst, Leute. Den habe ich so vermisst. Jetzt. Ah, genau. Ah. Ich muss hier das aktivieren, das ist ja doof. Okay. So, der Hund, der macht den platt und
finden und stehlen Sie die Fahrzeugpläne. Sofort. Ja, dann mach halt Stromausfall, komm. Ja, okay. Notfallstrom in 5 Minuten. Mhm. Okay. So, ja, die Karte, die verdeckt sich jetzt wieder. Ganz genau, Leute. So, wie kriege ich denn die Einheiten da unten raus? Sagt mal. Oh, da kommen, da sind wieder welche hier. So. So. Mach die einfach platt da los. So. Puh. Okay. So. Ist der Turm da unten jetzt weg? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Es ist doof, Leute. Es ist doof, dass ich das jetzt natürlich nicht weiß. So, ich würde sagen, ich speichere das Ding erstmal. Mission ziehen. So. Ach, Add-on, komm. Ah, Stalin. It is the statistics. Oh Mann. Der Stalin, ey. So ist... Ah, der Bunker ist weg. Seht ihr? Geil, der Bunker ist weg, Leute. Hier waren wir nämlich eben und... Ja, hier hat der Bunker uns eben platt gemacht, ne? So. Jetzt können wir auch die Einheiten befreien. Sehr cool. So, Leute. Korrekt. Dann können wir... Was? Warum sind die kaputt gegangen? Och nö. Was soll das denn? Nein, jetzt habe ich die verloren. Hätte ich die gebraucht? Ah, hier, schaut mal. Hallo? Ah, hier, schaut mal. Da müssen wir hin, ne? Jetzt, hallo? Wie viele Männchen rennen hier noch rum? Also wirklich. So, ich glaube, da müssen wir hin sogar. Komm, Volkov, mach mal hin. Wie gesagt, keine Ahnung von dieser Mission hier. Ja. Einfach mal ausprobieren, ne? Ach du! Ja toll, der Hund ist jetzt natürlich weg. Ja, die sind auch... Ne, muss ich nochmal laden, Leute. Es tut mir leid. Da stehen Bunker. Tatsächlich, ja. Und ich sehe nichts. Das ist natürlich doof. Gut, aber egal. Wir haben ja gespeichert. So. So, liebe Leute. Achso, ja, hier ist der Bunker ja weg. Stimmt. Alles klar. Mach den weg. So, und dann muss ich jetzt doch irgendwie die Einheiten hier retten. Was zur Hölle? Warum wird das aktiviert? Das wird aktiviert, sobald ich hier ankomme. Da kann ich nichts machen gegen. Die gehen immer platt. Die gehen immer drauf, ja. So, der Hund. Die gehen immer drauf. Die kann ich nicht retten anscheinend. Alter Schwede, wie viele Mannequin will er noch hier? Oh Mann, Leute. So, die Folge ist gleich wieder vorbei. Da unten ist ja... Ein Bunker, okay, ich verstehe schon. Die muss ich erstmal platt machen, die beiden. So, was haben wir da? So. Was haben wir hier? Wissenschaftler. Jo. Atom. Finden und stehen Sie die Fahrzeugpläne. So. Einstein, was ist das denn? Einstein. Einstein haben wir platt gemacht. Kernschmelze in 45 Minuten. Okay. Notfallgenerator ist online. Das heißt, wir können die Karte wieder sehen, Leute. Sehr schön. Wir haben Einstein gekillt. Ja, das ist natürlich typisch Russen. Ja. Okay, oha. Jetzt geht's aber los hier. So. Jetzt geht es aber los. So, kann ich jetzt da unten rein? Ohne dass die blöden Bunker mir da den Weg versperren. Geht das? Oder sind die da noch? Die sind da noch! Warum sind die denn da noch, Mann?
Ja, der Hund ist jetzt erstmal weg, ne? Einer ist weg, okay. Da sind aber noch mehr. Ja, na toll, und jetzt kriege ich hier eine Heilkiste. Das ist ja wohl nicht wahr. Scheiße. Gut, Leute, ich sehe gerade, wir haben die Folge erreicht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.